Der evangelische Kirchenkreis lädt ganz herzlich ein. Er lädt ein, nicht alleine, sondern gemeinsam mit den Kirchengemeinden der Stadt, gemeinsam mit der Stadt Magdeburg, gemeinsam mit der Bürgerinitiative Pro Elbe und dem Lothar-Kreisig-Ökumene-Zentrum. Wir laden ein an Orte der Begegnung, die hier so wunderbar gelegen sind, wie im Domgarten bis unten an das Elbufer. Wir laden ein, des Tags und bis in die Nacht hinein zu Bibelarbeit und Gottesdienst, zu Kinder- und Jugendprogrammen, zum Markt der Möglichkeiten, zu Diskussionen. Wir laden ein, um einander zu begegnen, unter dem Motto aus Psalm 1, Wurzeln am Fluss. Dieses Motiv des Psalms lässt uns entdecken, wo unsere Glaubens- und Lebenswurzeln sind. Darum wünsche ich Ihnen allen, den Besucherinnen und Besuchern und den Mitwirkenden, 2 Tage mit Freude und Engagement. Ich persönlich freue mich auf eine ganze Bandbreite von tiefgehenden Diskussionen, aber auch vom fröhlichen Miteinander und von unserer himmelöffnenden Fröhlichkeit des christlichen Glaubens. Und in diesem Sinne sind wir hier zusammen bei diesem Kirchentag im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Evangelische Kirche, evangelischer Kirchenkreis erwarten 2 Dinge. Dass die Menschen zusammenkommen, fröhlich ihren Glauben leben, fest verankert, deswegen Wurzeln, aber eben natürlich auch himmelsoffen fröhlich. Das ist so ganz wichtig. Und wir lassen uns natürlich auch nicht aus dem Konzept bringen durch ein paar Regentropfen. Und ich freue mich jetzt, dass die gute Stimmung wieder einkehrt, musikalisch, technisch, aber eben auch in Diskussionen, im Miteinander. Es gibt 2 Mottis, einmal Wurzel am Fluss und einmal Otto glaubt. Wie passt das zusammen? Na, Otto ist ja historisch eine der Wurzeln, die uns trägt, stadtgeschichtlich, aber eben auch von der Kirche her, vom christlichen Glauben. Beginn der Christianisierung der ganzen Gegend hier, also ganz eng passt es zusammen. Unsere Wurzeln am Fluss, die hier eine lange Historie haben, aber wir wollen sie eben auch neu erspüren, diese Wurzeln. Und dafür ist ein Kirchentag gut, für uns Christen und nach außen für die Menschen in der Stadt. Es gibt Gäste von Tschechien bis Hamburg, alle entlang der Elbe, sie kommen nach Magdeburg. Wie sehen die Magdeburg jetzt als eine weltoffene Stadt mit einer weltoffenen Kirche? Oder? Weltoffene Stadt und Gesichter in der Kirche, die ihnen freundlich begegnen, ganz wichtig. Und das ist hier durch alle Generationen durch. Das ist, was ich so schön finde, von der Jugend, die vor den Toren des Doms ist, hier drin, evangelische Sekundarschule, ganz viele Initiativen rund um Umweltschutz und Elbe. Und ich denke, da kann sich jeder, der Elbanrainer selber ist, ob Hamburger oder bis an die Ursprünge, an die Quellen, kann hier gut sich zurechtfinden und eingeladen fühlen. Die Elbe hat eine lange Tradition als Wasserstraße. Sie hat eine zunehmende Bedeutung für den Containerverkehr. Und ich denke mir, dass sie auch eine gute Zukunft als Schifffahrtsweg hat, wenn man dazu kommt, eben bestimmte, sag mal, Anpassungen vorzunehmen. Einmal aus Schifffahrtssicht heraus, aber auch um Erosion und damit Umweltschäden zu vermeiden. Das sind Dinge, die durchaus zusammenpassen von den erforderlichen Maßnahmen. Und meine Hoffnung ist einfach, dass man gemeinsam diesen Weg findet, um die Elbe in dem
äußeren Zustand, in dem sie jetzt ist, zu erhalten, zu pflegen, auch eben als touristische Attraktion zu erhalten, aber eben auch im Sinne der Umwelt und im Sinne des Verkehrs eben weiterzuführen auch. Ein Engländer in Magdeburg, ja. Was führt Sie hierher? Ja, also ich bin fast wie zu Hause jetzt. Ich bin so oft in Magdeburg aufgetaucht. Und zuerst kurz nach der Wende, das hat sich viel verändert, das merke ich. Ja. Viel reicher, vielleicht glücklicher, das weiß ich nicht. Das können Sie mir was sagen davon. Aber als Christen von der Kirche in England und hier, wir sind auch sehr so eng aneinander verbunden. Und das ist wunderschön für uns als, als kleine Inselleute da von Church of England. Also schön auf diese Elbe, dieser Fluss, das ist ein von den riesigen Flüssen von Europa. Und irgendwie merkt man, dass es so wichtig für uns, diese Wasserfließe durch unser Leben. Also ja, das ist toll. Und Dom ist gar nicht so schlecht. Siebter Elbe-Gerchentag in Magdeburg. Was bedeutet das für die Stadt? Für die Stadt bedeutet es zunächst mal, dass hier ein Thema aufgegriffen wird, was natürlich im Stadtinteresse ist, wo die Meinungsvielfalt ziemlich groß ist. Und man gucken muss, dass man da eine vernünftige, sagen wir mal, Kompromisslinie fahren kann, die alle Seiten berücksichtigt. Aber Elbe und Magdeburg ist eine Einheit und darum ist natürlich auch der Tag heute hier schon eine Diskussion wert. Und ich glaube, dass das sehr, sehr viele Magdeburg interessiert. Auch natürlich aktuell unter dem Hintergrund des Hochwassers im letzten Jahr ist natürlich schon der Fluss und die Stadt für die Zukunft eine Diskussion wert. Wie geht es eigentlich weiter und was ist zu tun, damit man vernünftig am Fluss auch weiterleben kann. Die Podiumsdiskussion folgt noch. Was erwarten Sie davon? Wie das bei einer Diskussion ist. Viele Meinungen. Ich bin gespannt auf die Fragen. Ich kenne ja keine Fragen und dann schauen wir mal, was am Ende dabei rauskommt. Ich habe viele lächelnde, fröhliche Gesichter gesehen, die sich auch vom Regen nicht abschrecken lassen. So eine huschende, ja gut. Selbst die Bischöfin hat gelacht und gesagt, das gehört dazu. Und das würzt die Stimmung. Ich denke, das ist eine gute Stimmung hier. Wurzeln halten mich fest. Wurzeln geben mir Kraft. Ich denke, das ist ein gutes Motto, was wir da gewählt haben. Verwurzelt sein, hier in Magdeburg verwurzelt sein, das ist ein guter Platz. Hier kann man gut leben, hier kann man gut Wurzeln schlagen. Ja, meine Damen und Herren, das Thema Fluss und Wasser scheint ein sehr männlich dominiertes Thema zu sein. Ich kann Ihnen jetzt auch nicht genau sagen, warum das so ist. Jedenfalls sind Frauen hier vorne jetzt wirklich deutlich in der Überzahl. Das ist nicht Boshaftigkeit, sondern hat sich irgendwie so ergeben. Ich möchte ganz kurz die Diskutierenden vorstellen. Dort außen ist aus Bonn gekommen, und zwar Felix Streuschke vom Bundesverkehrsministerium, zuständig für die Wasserstraßen. Und Sie sehen, er hat extra ein großes Papier dabei und wird uns sozusagen aus der Bonner respektive Berliner Sicht ein bisschen die Situation als Draufsicht erklären. Neben ihm Professor Hubert Weiger, Präsident des BUND. Und dann begrüßen wir hier aus Brüssel zu uns gekommen Stefan Leiner, der ist da zuständig für das Thema FFH. Und wir lassen uns von ihm erklären, was es damit eigentlich auf sich hat. Hans-Joachim Döring vom der Umweltbeauftragte der EKM. Oberbürgermeister Dr. Lutz Trümper, muss ich nicht viel sagen. Und Frau Dr. Angela Stephan von der Bürgerinitiative Pro Elbe, seit langem hier in Magdeburg für das Thema Elbe aktiv. Und ich würde die erste Frage auch gleich an den OB stellen, Lutz Trümper. Wir haben jetzt gehört, wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir diesen Hochwasserschutz nicht als schnelle politische Maßnahme umsetzen können. Das kann vielleicht ein, zwei Generationen dauern. Was glauben Sie, passiert, wenn Sie das in Ostelbien sagen, als Oberbürgermeister? Sie kommen darüber nach Pechau und sagen, liebe Freunde, in meiner Legislatur wird sowieso nichts und wenn Sie Glück haben, haben Ihre Kinder was davon. Ich glaube, das war so nicht gemeint. Ich habe es nicht so verstanden. Das war aus meiner Sicht so zum Ausdruck gebracht worden, dass die Gesamtkonzeption mit der Neukonzipierung von Rückhalteflächen, von Retentionsflächen, von Poldern, das Gesamtkonzept wird 20 Jahre dauern, mindestens, bin ich mir auch ganz sicher. In einer Großstadt ist natürlich eine andere Situation. Wir haben keine Polder, wir haben auch keine Flächen, die wir zusätzlich überfluten können. Das gibt es bei uns alles gar nicht. Wir haben nur die Aufgabe, die Maßnahmen, die da sind, die Schutzeinrichtungen, die wir haben, so zu gestalten, dass bei einem Hochwasser, was wir jetzt kennen, und ein höheres ist, glaube ich, in Magdeburg in den nächsten Jahren nicht zu erwarten, weil die Deiche
die Höhe sozusagen erreicht war. Wenn es einen halben Meter höher wäre, würde es überall woanders schon überlaufen, gar nicht hierher kommen. Von daher ist das sozusagen die Grenze, die man in Magdeburg im Moment hat. Und auf die müssen wir uns einstellen, dass wir mit der leben können. Und dort sind bestimmte Maßnahmen notwendig, die wir jetzt angehen. Und es wird keine 10 Jahre dauern, das wird in den nächsten Jahren an wichtigen Stellen in Magdeburg auch passieren. Da sind wir uns ganz sicher, weil wir das gesehen haben, dass wir jetzt Schwachstellen haben und die werden wir auch beseitigen. Aber ich glaube auch, dass man, wenn man sagen, wie eben gesagt wurde, mit dem Hochwasserschutz muss man leben, mit dem Hochwasser muss man gut leben können. Die hinterm Deich in Krakau wohnen, die erzählen mir was anderes. Also wenn ich da sage, lebt man damit, wenn es überläuft, ist nicht so schlimm. Das kann man nicht machen. Da muss man schon dafür sorgen, dass das, diese Werte, die dort sind, in dem Stadtteil mit 20.000 Einwohnern, die müssen geschützt werden. Und das werden wir auch nach unseren Kräften gewährleisten können und werden auch mit dem Land gemeinsam mit dem LAW Deiche noch verbessern, die im Moment noch nicht saniert worden sind. Wir werden unseren Teil dazu beitragen. Wir werden das besser hinkriegen. Aber ich sage auch, das ist nur ein Teil. Die Gesamtmaßnahmen, die wir haben, entlang der Elbe von Tschechien bis zur Nordsee, müssen als Paket gesehen werden und müssen als Paket umgesetzt werden, Schritt für Schritt. Das wird nicht so trivial sein, weil die Flächen, die wir suchen, dazu sichere Überflutungsflächen, das haben wir ja gesehen, bei dem Deichbruch südlich von Magdeburg waren innerhalb von wenigen Stunden 88 Quadratkilometer überflutet mit einer Höhe von 2 Metern. Das hat bei uns dazu geführt, dass der Wasserspiegel um 30 Zentimeter gesunken ist. Mal die Relation zu sehen, was man machen müsste, um das hinzukriegen, das ist so trivial nicht, das Problem zu lösen. Man muss es von den kleinen Flüssen von Anfang bis zum Ende überall gucken, wo man sozusagen Flächen finden kann, die das Gesamtpaket ergeben werden. Das wird eine Mammutaufgabe werden, aber wir müssen Stück für Stück rangehen. Und wir machen jetzt erstmal das, was wir beeinflussen können bei uns und glaube, dass wir da in Magdeburg prinzipiell einen relativ guten Hochwasserschutz auch haben. Durch Umflutkanal und durch die Sachen, die wir schon seit Jahrhunderten haben mit dem Präziner Wehr. Wenn das nicht wäre, dann wären wir jetzt gnadenlos untergegangen. Schönen Dank, Frau Dr. Stephan. Sie kritisieren ja durchaus einige Pläne oder einige Teile des Hochwasserschutzes. Es geht da um den Umflutkanal und die Diskussion, die hier tatsächlich in der Lokalpresse eine große Rolle spielte. Sollen wir dort die Büsche, Bäume und was da noch so drin ist, rausnehmen, um sozusagen Hochwasserschutz zu gewährleisten? Wenn jetzt die Menschen sagen, wir haben Angst, dass nächste Wasser kommt, warum haltet ihr an den Bäumen fest? Was antworten Sie? Wir hinterfragen schon, reicht es denn aus, in der alten Elbe die Weiden zu beschneiden? Bringt das wirklich etwas für den Hochwasserschutz? Noch gravierender sehen wir die Wünsche der Stadt oder die Maßnahmen der Stadt, die alte Elbe und das Umflutgebiet aus dem FFH-Status herauszunehmen, um Hochwasserschutz effektiver gestalten zu können. Da sehen wir ein großes Risiko und weil dieser FFH-Schutz eine ganz besondere Kostbarkeit für uns bedeutet. FFH heißt ein Schutzstatus europäischen Rechtes und wir sind natürlich daran interessiert, dieses auch zu behalten. Und ich denke, wir werden heute noch mal klären, was ist an Hochwasserschutzmaßnahmen auch in einem FFH-Bereich möglich, ja, oder schließt sich das aus? Also wir hinterfragen nur, ist es wirklich ausreichend, die Weiden etwas zurückzustützen, um nachher den Bürgern zu sagen, also wir haben jetzt ganz viel dafür getan. Wir machen da ein großes Fragezeichen dahinter. FFH, meine Damen und Herren, sind 3 Buchstaben, die immer wieder mal auftauchen. Die haben so einen für Investoren erschreckenden Beiklang, weil da, wo FFH drin stand, hat man den Eindruck, dass man dann gar nichts mehr machen kann. Wir haben jetzt zum Glück heute ein Fachmann für dieses Thema bei uns aus Brüssel extra gekommen, der sich um dieses Thema FFH kümmert. Jetzt nehmen wir mal an, ich wohne linkselbisch dort, wo das Wasser kommt. Ja? Und jetzt habe ich da sozusagen, ich wohne da nicht erst seit gestern, sondern da wohnen schon seit Generationen die Menschen. Und jetzt kommt jemand und sagt, ja, aber wir müssen leider Gottes sagen, das ist FFH-Gebiet, hier können wir jetzt keinen richtigen Hochwasserschutz machen, wie du dir das vorstellst. Warum ist FFH so wichtig? Ja, zunächst kann ich vielleicht mal klarstellen, was FFH eigentlich bedeutet. Es steht für Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie. Das ist eine EU-Richtlinie, die 1992 von allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union verabschiedet wurde, also auch von Deutschland.
und sie wurde dann auch in deutsches Recht umgesetzt. Und zusammen mit der Vogelschutzrichtlinie müssen die Mitgliedstaaten bestimmte Gebiete ausweisen, um Arten und Habitats von europäischer Bedeutung zu erhalten oder auch wiederherzustellen, dass die in einen günstigen Erhaltungszustand entweder behalten oder wiederhergestellt werden können. Und diese Gebiete, die also aus der FFH und der Vogelschutzrichtlinie ausgewiesen wurden, die nennen wir auch Natura 2000 Gebiete. Diese Gebiete unterstehen in der Tat einem europäischen Schutz, weil, wie ja die Elbe, ein in Europa einzigartiger, freifließender Fluss mit noch vielen sogenannten wertvollen Habitattypen, Auenlandschaften, die in ganz Europa in den letzten Jahrzehnten unheimlich zurückgegangen sind. Und das ist ein wichtiges Schutzgut, das wir haben. Und wir haben den Auftrag hier, dafür zu sorgen, dass wir dieses europäische Schutzgut, unser natürliches Erbe, erhalten. Allerdings heißt FFH nicht, dass man dort überhaupt nichts machen darf. Im Gegenteil, FFH heißt nur, dass man den Naturschutz ernst nehmen soll. Das heißt, wenn ich vorhabe, zum Beispiel in einem FFH-Gebiet eine Hochwasserschutzmaßnahme durchzuführen, dann muss ich erstmal sehen, hat diese Maßnahme überhaupt eine negative Auswirkung auf das Gebiet? Und es gibt vieles, was man in einem FFH-Gebiet machen kann, ohne dass es eine negative Auswirkung auf das Gebiet hat. Dann muss ich sehen, kann ich vielleicht die Maßnahmen so ändern, dass diese negativen Auswirkungen vermindert werden und dass am Ende kein erheblicher negativer Effekt durch diese Maßnahmen wird. Und die meisten Maßnahmen, die ich kenne, sind mit diesen Erhaltungszielen durchaus vereinbar. Wenn es aber dann am Ende doch schwerwiegende Maßnahmen gibt, die mit den Erhaltungszielen der Gebiete nicht vereinbar sind, dann muss ich sehen, gibt es ein überwiegendes öffentliches Grund, um diese Maßnahme trotzdem durchzuführen. Und Hochwasserschutz ist in den meisten Fällen durchaus anerkannt als ein sehr, sehr wichtiger, der Schutz der Bevölkerung ist ein sehr wichtiges öffentliches Schutzziel. Und deswegen muss man sich das überlegen, wenn es wirklich dazu führt, dass man hier Menschen schützt, dann wird oft hier der überwiegende Charakter auch festgestellt. Allerdings muss man dann sehen, gibt es keine Alternativen dazu. Und da kommen wir eben in die Diskussion, die gerade schon begonnen hat. Sind diese Maßnahmen wirklich alternativlos? Gibt es nicht andere Maßnahmen, die man vielleicht woanders oder besser umsetzen kann, um eben dieses Naturschutzgebiet oder FFH-Gebiet nicht zu zerstören? Und wenn es keine Alternativen gibt und dieses überwiegende öffentliche Interesse festgestellt wurde, dann kann man diese Maßnahme auch nach europäischem und deutschem Recht durchführen. Man muss nur dafür sorgen, dass man woanders vielleicht andere Flächen in das Netzwerk, in das europäische Natura 2000-Netzwerk hineinbringt, um allgemein die Kohärenz des Netzwerks zu erhalten. Das heißt, wir wollen dafür sorgen, dass dieses Schutzgut, das wir haben in Europa, nicht durch diesen vielen einzelnen Maßnahmen, die dann immer mehr unseren Naturhaushalt angreifen, am Ende nichts mehr übrig bleibt. Also ist es falsch zu denken, dass Natura 2000 und Hochwasserschutz nicht kompatibel sind. Sie sind absolut kompatibel, nur die FFH-Richtlinie hilft es den Behörden, dafür zu sorgen, dass man den Naturschutz auch in die Überlegungen ernsthaft mit einbezieht. Herr Stenschke, die Situation hier in Magdeburg ist ja keine, die es nur hier gibt. Es gibt viele Städte, die an der Elbe liegen und die vielleicht ähnliche Probleme haben. Gibt es Beispiele, wo man sagen kann, schaut mal dahin, wie die es gemacht haben? Muss ja auch nicht in Deutschland sein vielleicht. Ja, die Probleme haben, glaube ich, alle Flüsse, nicht? Also insofern, alle Flüsse haben Hochwasser und da die Flüsse ein einmaliger Lebensraum sind und in diesem Lebensraum sich wirtschaftliche Interessen und Naturinteressen, Freizeitinteressen treffen, in diesem Lebensraum ist das besonders an Flüssen besonders umstritten. Sie werden an jedem Fluss dieselben Probleme haben, im Wesentlichen. Gehen Sie bei den Mündungen aus, alle Estuare, also alle Flussmündungen Deutschlands, sind FFH-Gebiet oder Natura 2000-Gebiete. Wenn Sie da mit dem Bagger kommen und wollen vertiefen oder Deichbau machen wollen, dann werden Sie diese Probleme bekommen. Es ist richtig, FFH heißt nicht, da kann nichts mehr passieren. FFH heißt, bedeutet aber, dass man sehr deutlich sagen muss, das ist unvermeidbar. Und
Sie werden in eine sehr tiefe Alternativenprüfung reinkommen müssen. Sie werden, sage ich mal, Fachmann für besondere Fische werden. Sie werden Fachleute für besondere Pflanzen werden. Das wird Verwaltung alles machen, um das nachweisen zu können. Sie werden Lauschangriffe auf Fische machen müssen, ob sie jetzt nur laichen oder nicht laichen, um das vermeiden zu können. Um gerade mal ein Thema, das gerade vom Bundesverwaltungsgericht zwischen meinem Nachbarn und unserer Verwaltung ausgefochten wird, zu machen. Das heißt, dieses Problem haben Sie überall. Sie werden viel Verwaltungsaufwand, viel wissenschaftlichen Aufwand verwenden müssen, um nachweisen zu müssen, dass es so ist. Für die Elbe muss ich sagen, ich bin jetzt nicht der Hochwasserschützer, sondern Hochwasserschutz ist Sache der Länder. Und da hat der Bund nur koordinierende Aufgaben, das steht auch in der Koalition so drin. Mir gehört nur der Fluss, nicht, oder nicht mir, sondern der Verwaltung gehört der Fluss, die Elbe hier. Das ist unser Eigentum und wir sind zuständig bis zum Uferrand. Und insofern, ja, der deutschen Bevölkerung, und wir dürfen sie verwalten, sagen wir mal so rum. Er gehört der Bevölkerung und wir dürfen sie verwalten. Jetzt sind wir ganz korrekt. Ja, und insofern, wir sind immer davon betroffen und auch von der Elbe bei allen Maßnahmen, die wir auch an der Elbe machen müssen oder auch nicht machen müssen. Und wir müssen sagen, die Elbe ist zwar ein einmaliger Naturraum und auch sehr schön anzusehen, aber er ist ein gestalteter Naturraum. Seit über 200 Jahren gestalten die Menschen diesen Fluss, versuchen ihn irgendwie zu bändigen, zu kanalisieren vielleicht, aber auf jeden Fall die Gefahren abzuwenden oder auch nutzbar zu machen. Gefahren also für die Landwirtschaft, Gefahren für Städte, Gefahren für die Menschen und eben auch als Nutzung, die Elbe zu nutzen für die Schifffahrt. Und das ist, sei mal, ein großes Interessenbündel, was man bei Flüssen ganz besonders hat, wenn Sie sich vorstellen wollen, Sie würden nie Ihre Freizeit unter der Einflugschneise eines Großflughafens machen. Aber an der Elbe werden Sie jederzeit am Ufer Ihre Freizeitbedürfnisse, und Sie gehen auch gerne dahin, nachkommen. Und insofern ist dieser Lebensraum von vielen Interessen tangiert, und wir müssen sehen, dass wir einen Interessenausgleich hinbekommen. Schönen Dank. Herr Professor Weiger, der BUND steht für einen relativ konsequenten Schutz von Umwelt und Natur und legt sich damit auch hier im Land immer wieder und mit sehr viel Freude mit den Verwaltungsstrukturen an, aber zum Teil auch mit Teilen der Öffentlichkeit. Wenn jetzt aber sozusagen in der Öffentlichkeit der Eindruck entsteht, dass sozusagen der Naturschutz höher gestellt wird als der Hochwasserschutz, ist das jetzt ein Wahrnehmungsfehler von uneingeweihten Trotteln, die da sozusagen nur Angst vor nassen Füßen haben? Es ist, glaube ich, ein Grundfehler, wenn wir versuchen, Naturschutz gegen Menschenschutz hier in Position zu bringen. Denn wir machen Naturschutz, weil wir die Lebensgrundlagen des Menschen schützen. Und wir wissen, dass wir dazu die Vielfalt des Lebens benötigen. Das heißt, die Natura 2000-Richtlinie ist kein Willkürakt der Europäischen Union, sondern sie ist ein überfälliger Akt gewesen, um einen dramatischen Prozess zu stoppen, nämlich den Prozess der Vernichtung von Lebensräumen in Europa. Und dieser Prozess hat sich vor allem in unseren Flusstälern vollzogen, wo wir eben nur noch ein Minimum an naturnahen Resten haben. Das heißt, das, was wir hier an der Elbe haben, wir haben es gehört, ist ja nicht nur deutschlandweit, sondern europaweit singulär auf 600 Kilometer einen nicht gestauten Fluss mit entsprechenden Wechsel zwischen Hoch- und Niedrigwasser. Das heißt, wir müssen hier ein europäisches Naturerbe verteidigen. Und wenn wir das nicht schaffen, haben wir erst recht kein Recht, von anderen Ländern etwas für den Naturschutz zu fordern. Welches Recht haben wir dann von den Brasilianern zu fordern, sie sollen ihren Regenwald erhalten? Die haben genau die gleiche Begründung wie wir, den Regenwald zu zerstören, weil es eben ökonomisch interessant ist. Also von daher hat die Europäische Union richtig gehandelt und wir haben als Land dem zugestimmt. So, und jetzt kommt aber das Entscheidende. Wir müssen es jetzt nun erreichen, tatsächlich Hochwasserschutz und Auenschutz in Einklang zu bringen.
Und ein Modell, Herr Oberbürgermeister, wäre Ihre Stadt. Denn wir haben hier als BUND schon vor Jahren beantragt, dass die Alte Elbe als eines der letzten großen Revitalisierungsmöglichkeiten an der gesamten Elbe im Rahmen eines Bundesnaturschutz-Großprojektes revitalisiert wird, um damit sowohl die Alte Elbe in ihren ökologischen Qualitäten zu erhalten, als auch entsprechenden verbesserten Hochwasserschutz zu ermöglichen. Die Konzepte liegen vor. Sie sind mit dem Bundesamt für Naturschutz weitestgehend abgestimmt. Sie sind aber wieder am Widerstand, nicht Ihrer Stadt, sondern der entsprechenden ländlicheren Regionen gescheitert. Von daher glaube ich, sollte die Stadt Magdeburg nicht den Antrag stellen, die Alte Elbe aus dem FFH-Schutz zu nehmen. Da wird wertvolle Zeit letztendlich verstreichen, sondern sie sollte sich gemeinsam mit dem Naturschutz genau für solche Konzepte einsetzen, um tatsächlich Hochwasserschutz, Auenschutz und Natura 2000 im Einklang zu bringen. Denn wir haben ja die Beispiele, Sie haben es gesagt, alle ökologischen Hochwasserschutzprojekte in Deutschland sind im Bereich von Natura 2000 Gebieten im Konsens realisiert. Das heißt, die Deichrückverlegung ist ja nicht irgendwo im luftleeren Raum an Lanzen erfolgt oder bei Dessau, sondern sie erfolgt ja mitten in Natura 2000 Gebieten. Sie ist ein durchaus nicht unerheblicher Eingriff, der aber aus zwingenden Gründen des öffentlichen Wohls akzeptiert wurde und der insgesamt zu einer Revitalisierung der Aue geführt hat. Das heißt, unsere Aufgabe ist doch endlich aus diesen Grabenkämpfen rauszukommen, zu sagen, jawohl, wir haben Versäumnisse in der Vergangenheit, wir haben alles getan, um das Wasser aus der Landschaft rauszutreiben. Wir haben die Landschaft entwässert, wir haben die Bäche begradigt. Wir haben alles getan und jetzt müssen wir in ein Jahrhundert der Wasserrückhaltung einsteigen. Und das hat, glaube ich, Kollege Rass gemeint, dass es nicht von heute auf morgen möglich ist. Da braucht es viel Überzeugungsarbeit, da braucht es viel Zeit und da braucht es vor allem, und damit möchte ich dieses Statement schließen, Menschen, die überzeugen. Und wir haben hier alle immer im Konflikt, gerade in Magdeburg, Zukunft der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung. Wir haben dort hervorragendes Personal. Auch hier sind wir im Konflikt mit den entsprechenden Maßnahmen an der Elbe. Warum schaffen wir es als Gesellschaft nicht, den Sachverstand einer solchen Behörde für ökologische Hochwasserkonzepte zu nutzen? Weshalb schaffen wir es nicht, dass tatsächlich die Menschen, die bisher ihren Arbeitsplatz gesichert haben durch die Versteinung der Elbe, dass die sich engagieren für die Rückdeichung der Elbe. Wir haben es geschafft im Bereich der Flurbereinigung, die heute sich rechtfertigt mit Wiedergutmachungsmaßnahmen an der Landschaft, weil es erkannt worden ist, es waren andere Zeiten. Das ist keine Schuldzuweisung an frühere Generationen. Es war nun mal eine andere Zeit. Wir leben in einer neuen Zeit. Wir brauchen qualifiziertes Personal. Und wir müssen doch als Gesellschaft bereit sein und in der Lage sein, entsprechenden Strukturen neue, zukunftsfähige Aufgaben zuzuweisen. Schönen Dank. Hans-Joachim Döring, eine solche Diskussion könnte ja zum Beispiel, ist die Idee eines Elbekirchentages. Ich war kurz nach dem Deichbruch in Fischbeck und das Interessante in Fischbeck und allen betroffenen anderen Orten ist, dass keine einzige Kirche nass geworden ist, keine einzige. Die Kirchen standen in jedem Ort an einer Stelle, wo es nicht nass war. Das war sozusagen kein Zufall, das war auch nicht Gottes Wille in diesem Fall, sondern das war menschengemacht. Die haben sich überlegt zusammen, wo stellen wir das Wichtigste, was wir haben, die Kirche hin, da wo es trocken ist. Und das hat funktioniert. Dieses Denken scheint uns ein bisschen abhanden gekommen zu sein, weil jetzt denkt jeder nur noch an sein eigenes Häuschen, ja? Und was die stromaufwärts da machen, schon nicht mehr. Wo muss die Diskussion geführt werden? Wo kann das passieren? Ja, wo muss sie geführt werden? Ich denke erstmal so hier, ich will mal zwei positive Punkte sagen, also bei solchen Veranstaltungen wie solchen Elbekirchentagen. Positiv ist, wir haben sowas wie einen doch Solidarverbund landesweit, wenn es um die Schäden geht.
Ja, da kriegen, also ich bin selber Betroffener, da gibt es relativ viel Geld und da ist man ganz schnell zusammen, das geht auch flott und das ist auch gut und das ist zu begrüßen. Aber es fehlt der Diskurs, weil wir die großen, so heute gesagt wurden, die großen Pläne machen müssen. Und da gibt es, Unterschiede zwischen den Leuten im Nahbereich, sage ich, wohne auch im Ostelbien, 80 Meter hinter dem Umflutkanal, wo schnelle Lösungen gemacht werden, die Bäume sollen zurückgenommen werden, weil sie eine Stausperre darstellen. Und es wird zu wenig überlegt, was passiert denn eigentlich weiter oben? Also was sind sozusagen unsere Verhaltensweisen? Aber können wir nicht auch hier von Magdeburg aus zum Beispiel eine Initiative starten, eine Oben-Unten-Initiative? Es gibt ja im Fluss immer die Oben-Leute, die eine Wirkung haben und die Leute, die von der Wirkung dann unmittelbar betroffen sind, also die Unten. Und da fände ich gut, wenn zum Beispiel von so einem Kirchentag ein neues Nachdenken geht. Ich will noch was Positives sagen. Es ist der 7. Kirchentag. Vor 12 Jahren gab es, glaube ich, den 1. des Kreuzes von 95. Da wurde gar nicht so miteinander geredet. Und sowohl konstruktiv als auch, es wurden Argumente, können wir jetzt entgegnen, ohne andere zu Gegnern zu machen. Also das, denke ich, sollte weiter gepflegt werden und da können Kirchen, aber natürlich auch Umweltverbände und andere, es gibt runde Tische, da viel tun. Und weil du die Kirchen angesprochen hast auf dem Berg, natürlich waren seinerzeit die Kirchen auch die relativ ersten und es ist so, dass was einem besonders heilig ist, einem besonders wertvoll, das nimmt man auf den besten Bauplatz. Und da jetzt zu schauen, ist denn wirklich so eine Elbe für Magdeburg? In den letzten 8 Jahren haben wir so eine Aufwertung der Stadt erlebt, weil die Stadt sich der Elbe geöffnet hat. Ob man da nicht ein ganzes Stück weitergehen kann. Und ich finde, was auch mit sozusagen zu den Highlights oder zu dem Heiligen gehört, sind auch nochmal die Zahlen anzugucken. Ich denke, zu einem integrierten Elbe-Gesamtkonzept, in dem der Hochwasserschutz eine ganz zentrale Rolle hat, muss mit überlegt werden, was ist denn in den letzten 20 Jahren anders geworden? Da war die Einheit, da gab es große Industrialisierungsvorhaben und Hoffnungen, da gab es nicht nur blühende Landschaften, da gab es auch fließende, schiffende Kähne auf der Elbe. Das hat sich so nicht bewahrheitet, was auch die Gründe sind. Also die Transportfunktion der Elbe hat doch erheblich nachgelassen und das sollte jetzt mit bis zu den Tiefen, die tauchen, zum Schiffen notwendig sind, 1,60 oder 1,20 oder was auch immer, muss mit betrachtet werden. Und da könnte Kirche vielleicht, weil sie nicht so unmittelbar ökonomisch oder wahlpolitisch abhängig ist, vielleicht so ein Verhaltens, eine Schleife mehr anbieten, um auch nicht so wie Umweltverbände immer so die Fordernden sein müssen, sondern dass man sagt, was muss eigentlich noch überlegt werden, damit wir zu den großen Lösungen kommen und wie kann man die Leute mitnehmen? Ich sehe die Elbe so ein Stück zum Umbauen oder zur Transmission, wie im Ruhrgebiet. Irgendwann war die Kohle alle. Hier ist sozusagen das Wasser knapp. Und zwar die Elbe ist immer noch dieselbe, aber die Schiffe werden größer wegen der Produktivität und Ähnlichen. Und das schaffen weder die wunderbaren Ingenieure, die wir in Magdeburg haben, ist gesagt worden, noch trägt das die Auenlandschaft. Und dann sollten wir auch über neue Lösungen nachdenken und das zügig, aber ohne zu stolpern. Konstruktiv, aber ohne andere anzugreifen. Herr Dr. Trümper, wenn Sie als Oberbürgermeister von Magdeburg nach Breitenhagen kommen, werden Sie nicht mit Hurra-Jubel empfangen, wahrscheinlich. Da ist man immer noch der Meinung, die mussten bluten, damit wir hier halbwegs trockene Füße haben. Die Frage stellt sich, wie kann dieser Ausgleich funktionieren? Wir sagen immer, das Land. Das Land macht den Hochwasserschutz, es gibt mehrere Bundesländer, es gibt auch noch Tschechien, die gehören ja auch noch dazu. Also da haben viele das Sagen, wir hier sind nur das kleinste Rädchen in dem ganzen Spiel. Also ich will mal die Frage jetzt schnell beantworten, obwohl ich da nicht wahrscheinlich der richtige Ansprechpartner bin. Es gibt das alles schon. Seit Jahren gibt es die Konferenz der Städte, die an der Elbe liegen, die sich treffen, mit den Tschechien treten gemeinsam. Das ist alles da und man redet auch über solche Konzepte, wie man das gemeinsam organisieren kann. Das ist jetzt nicht keine neue Erfindung, die gibt es schon. Die Frage ist nur, was die Städte sozusagen dann am Ende entscheiden können. Weil die Entscheidung über die Wasserstraße trifft der Bund und über die andere Sache trifft das Land, die Deiche bauen müssen. Wir sind da sozusagen nur, die eine Forderung aufmachen können, uns abstimmen können, aber wir haben keine Entscheidungskompetenz. Ich will nochmal auf den zentralen Punkt, der Magdeburg betrifft, eingehen, weil der ja eben von Herrn Weigo und von Frau Stephan angesprochen ist. Muss ich nochmal eins genau überlegen, ich bin nicht sozusagen der ganz große Laie, was FFH betrifft, weil ich damals Staatssekretär war 2000 das mit nach Brüssel geschickt habe. Und das ist natürlich von Menschen gemacht. Wir selber haben in Magdeburg damals, und ich sage heute immer aus Versehen, den Umflutkanal mit reingepackt.
Wenn wir das Hochwasser 2002 gehabt hätten, hätten wir das niemals getan. Hätten wir die Entscheidung treffen müssen 2003, wäre da niemals in das FFH-Gebiet reingekommen, der Umflutkanal. Der ist ja gebaut worden als eine Hochwasserschutzanlage. Und diese gebaute Anlage hat natürlich eine Funktion, die sie erfüllen muss. Und damit ist jetzt natürlich das Kuriose war, wir haben seit 1941 im Magdeburg kein richtiges Hochwasser gehabt. Und in 60 Jahren wächst eben viel. Und jetzt haben wir das erste Mal 2002 wieder eins gehabt und sehen jetzt, da passt was nicht überein. Aber damit wir da eine saubere Diskussionslage jetzt hinbekommen, haben wir uns ja entschieden, gemeinsam mit dem Land ein Gutachten zu machen, wo genau vorgerechnet wird, wenn ich alles rausnehme, was bringt das eigentlich für den Pegelstand der Elbe? Wenn es nur 10 Zentimeter bringt, dann muss man den Aufwand natürlich minimieren. Wenn es aber einen halben Meter bringt, ist das eine gigantische Entlastung für weitere Baumaßnahmen, die wir machen müssen. Und das müssen wir erstmal wissen. Wir haben jetzt eine Konzeption entwickelt, eine Gutachtensituation, die wird jetzt durchgeführt, dass wir genau sagen können, wenn wir das und das in der alten Elbe machen oder in der Umfeld machen, dann hat das die und die Konsequenzen. Wenn man das hat, dann haben wir auch gute Argumente, um mit Brüssel zu sprechen, was wir machen müssen. Aber die brauchen wir erstmal. Sonst reden wir alle aus dem Bauch raus und sagen, die Bäume stören, der andere sagt, die stören doch gar nicht. Es weiß keiner heute hundertprozentig, was wirklich Fakt ist und darum brauchen wir die Analyse und dann werden wir entscheiden müssen. Und wenn sie dann herausstellt, wir müssen was machen, dann muss es auch gemacht werden, damit der Magdeburg als Stadt geschützt werden kann. Wir können uns nicht leisten, einen Milliardenschaden in Kauf zu nehmen, dass Ostelbien absäuft oder auf der Westseite, das kann niemand verantworten. Frau Dr. Stephan, Sie gucken kritisch. Fluss und Aue kann ich nicht trennen. Das ist nun mal so, das ist ein gemeinsamer Lebensraum. Das Bundesverkehrsministerium den Fluss verwaltet und ab Ufer nachher jemand anders zuständig ist und die Auen gehören dann wieder jemandem anderen. Und jeder hat seine Vorschriften und ganz oben drüber gibt es dann noch Europa. Aber man muss miteinander reden und denke ich mir mal, das ist das Allerwichtigste. Und unsere Aufgabe als Bürger ist es, erstmal zu informieren, und das tun wir so, wie unsere Möglichkeiten sind, und auch solche Foren zu organisieren, damit auch die Menschen, die hier wohnen, auch mal das Problem inhalieren. Ja, ich meine, die Leute in Ostelbien, die sind mit den Hochwässern, solange dort gesiedelt wird, eigentlich befasst. Ist das für so einen Fluss auch denkbar, dass die Bundesregierung irgendwann sagt, pass mal auf, uns gehört das Ding, jetzt kümmern wir uns auch drum? Dann würden wir Zwangsbeglückung machen und ich glaube nicht, dass sich das Land oder die Stadt einer solchen Bundeszwangsbeglückung unterwerfen würden. Insofern gehen wir immer einen anderen Weg. Also wir haben ja schon eine lange Geschichte von Elbe-Papieren hinter uns. Und der Fluss kümmert sich eigentlich nicht darum, was wir beschlossen haben, sondern der verändert sich halt, nicht? Und das Problem ist halt, wir müssen alle an den Tisch bringen. Und eine der Voraussetzungen davon ist, die erste Voraussetzung, alle müssen mal aus ihren Gräben rauskommen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, sie müssen sich mal darüber klar werden, über welche Fakten reden wir. Eben wurde gesagt, 1,60, 1,40 oder sonst was. Das ist ein künstlicher Wert, der eigentlich unser Eichstrich ist für einen Fluss. Der eigentlich nur unsere statistische Grundlage für die Überprüfung unserer Maßnahmen sind. Die haben aber nichts mit der Schiffbarkeit, haben auch nichts damit zu tun, ob die Schiffer fahren können oder nicht, ob das wirtschaftlich ist oder nicht, hat das überhaupt nichts mit zu tun. Das aber mal klar zu machen, dass man nicht seine alten Vorurteile mitbringt, sondern auch mal sagt, woher kommt das denn? Und dann müssen wir einen Prozess schaffen, das wollte ich eigentlich mit der Idee, die wir mit dem Umweltministerium zusammen gemacht haben, Gesamtkonzept Elbe. Wir wollten mal einfach sagen, was ist denn eigentlich unsere Problemlage hier? Nicht schon die Lösung im Kopf haben, sondern zu sagen, was hat der Einzelne für ein Problem an der Elbe? Wo sind die Defizite? Eine sogenannte Ist-Analyse zu machen. Dann können wir uns angucken, was drumherum an politischen Entscheidungen, Willensbildungsprozesse, Landtagsentscheidungen, Koalitionsvereinbarungen, Willensbekundung von Städten sind, das sind Randbedingungen, die wir dann mit beachten. Und dann sollten wir uns überlegen, wohin wollen wir denn, wenn wir die Defizite festschreiben, wohin wollen wir, wo soll das Soll sein? Das heißt, wir sind, und dann kann man zu dem Konzept kommen und sagen, das ist ein fairer Interessenausgleich. Das Wichtige daran ist, dass ich nicht irgendwelche ideologisch verfestigten Zahlen habe, sondern Zahlen habe, die wirklich valide sind, also auch glauben sind, dass alle Gruppen, die da sind, auch sagen, ja, das sind entscheidungsreife Zahlen, die glauben wir auch, die sind überprüfbar. Und ich habe mich auch gewundert, muss ich ehrlicherweise sagen, also ich bin naiv in die Diskussion gegangen, ich kenne Elbe-Diskussion seit über 15 Jahren, aber ich bin naiv in die Diskussion gegangen und habe gesagt, also okay, bringen wir mal alle am Tisch
und dann werden wir so 40 Leute sein, nicht maximal 30 Leute, also eine arbeitsfähige Einheit. Am Ende war der runde Tisch, ich glaube, den letzten, den wir vor ein paar Wochen hatten, das waren wir fast 80 Leute. Wenn ich sage Land, ich 3 Ministerien, teilweise 4 Ministerien pro Land habe, dann habe ich 5 Länder, vielleicht 6 Länder an der Elbe, die dann mit 4 Ministerien da sind. Und an einem runden Tisch passiert es zum ersten Mal, dass die Länder teilweise untereinander miteinander reden. Wir müssen dazu kommen, zu sagen, jeder hat ein Interesse, ein legitimes Interesse, und dieses Interesse muss gelöst werden, und das möglichst rational. Und es gibt auch eine positive Neubewertung von Flüssen. Die Flussschifffahrt boomt. Der Elbe-Radwanderweg hat ja nicht zuletzt auch die Frequenz wegen der ökologischen Qualität dieser gesamten Landschaft. Und immer mehr Menschen engagieren sich für Flüsse. Wo wir allerdings Defizite haben, ist im Bereich des Hochwasserschutzes. Denn das, was wir in den letzten 10, 15 Jahren vorrangig gemacht haben, das waren Notmaßnahmen, technischer Hochwasserschutz. Der ökologische Hochwasserschutz ist zwar in der politischen Hierarchie relativ hoch oben, aber finanziell am schlechtesten ausgestattet. Es ist kein Ruhmesblatt, auch für die beteiligten Bundesländer, auch für den Bund, wenn über 12 Jahre nach dem ersten sogenannten Elbe-Katastrophenhochwasser, das ja leider nicht das letzte geblieben ist, es nur ein einziges großes Rückdeichungsprojekt gibt, welches aber nicht mit Bundesgeldern des BMV oder anderer gefördert worden ist, sondern des Bundesamtes für Naturschutz, nämlich das von meinem Verband in Lenzen durchgeführte Rückdeichungsprojekt mit 450 Hektar, das beim letzten Hochwasser immerhin auf einer Flusslänge von 35 Kilometer zu einer messbaren Reduktion der Scheitelspitzen von 45 Zentimeter mitgeführt hat. Also eine äußerst wirkungsvolle Maßnahme, der zentrale Beweis, Rückdeichung bringt etwas. Und zwar wesentlich mehr als viele andere Maßnahmen. Das zweite große Projekt ist im Bau vom WWF an der mittleren Elbe, aber dann wird es schon dünn. Und wir haben 35 identifizierte Rückdeichungsprojekte. Wir haben insgesamt eine Flächenmöglichkeit von 35.000 Hektar, wo gerade 1.400 Hektar jetzt revitalisiert worden sind. Und das ist eigentlich unser Problem. Da liegt es nicht am fehlenden Bewusstsein der Beteiligten, sondern es liegt am fehlenden Personal, es liegt am fehlenden politischen Aufträgen, es liegt auch an dem fehlenden Einsatz von Instrumenten. Ich kann nur sagen, wenn wir ähnlich wie im Bereich der Rückdeichung nicht die Instrumente der Grundstücksneuordnung benutzt hätten, hätten wir in ganz Deutschland so gut wie keine einzige Autobahn in den letzten 20 Jahren gebaut. Das wäre alles am Widerstand der Betroffenen gescheitert. Da sind diese Instrumente genutzt worden, um große Infrastrukturprojekte durchzusetzen. Wir müssen sie zwingend nutzen, um im Interesse jetzt nicht nur von Großstädten wie Magdeburg, sondern insgesamt auch des ländlichen Raums, wie das vorher völlig zu Recht angesprochen worden ist, diese Rückdeichungen endlich vorrangig Priorität umzusetzen. Wir haben Geld. Ich stimme Ihrer Bewertung völlig zu. Wir sind in der Lage, 25 Milliarden Euro in einem Zeitraum von 14 Jahren auszugeben, um Folgeschäden auszugleichen. Und wir sind aber nicht in der Lage, auch nur ein Zehntel dieser Summe für den vorborgenen Hochwasserschutz einzusetzen. Kein Ruhmesblatt für die Politik in unserem Lande. Ich hatte am Anfang ein ganz gutes Gefühl, dann hat uns das Wetter ein bisschen den Strich durch die Rechnung gemacht, sowohl auch unten an der Elbe mit der Bühne, die noch kommt, als auch hier oben. Aber ich habe gemerkt, dass die Leute sehr flexibel sind, gerade Kirchenleute, Umweltleute sind es gewohnt, sozusagen zu improvisieren, und das haben sie hier auch gezeigt.
alle Magdeburger sagen ja sowieso, sie werden mit Elbwasser getauft, wenn sie denn echte Magdeburger sind. Morgen werden wir wirklich taufen mit Wasser, das aus der Elbe geschöpft wird und das inzwischen auch so sauber ist, dass man damit taufen kann, ohne dass die Täuflinge die Krätze kriegen. Und wir haben 3 Jugendliche und ein Kind, was getauft werden bei diesem Ereignis. Und wir haben eine wunderbare Predigt von unserem Regionalbischof. Auch das wird ein schöner Abschluss. Ich habe auch ein gutes Gefühl, dass mit solchen Veranstaltungen wir der Problemlösung näher kommen, nämlich etwas Gutes für unsere Elbe zu tun. Sie heißen auch Pro Elbe, der Verein heißt Pro Elbe. Ja. Was macht der Verein sonst für Aktivitäten demnächst? Also wir heißen Pro Elbe, weil wir für die Elbe sind und nicht gegen etwas. Das ist ganz wichtig, was uns auch identifiziert und definiert. Ja, wir wollen aufklären, wir machen Öffentlichkeitsarbeit, wir hinterfragen bestimmte Sachen, die unklar sind und versuchen das natürlich zu transportieren und möglichst viele Netzwerke zu knüpfen und alle mit ins Boot zu holen, weil es geht nur über gute Kommunikation. Haben wir Badetag morgen? Morgen ist Badetag, genau. Das Badewasser ist in Ordnung, es ist auch genug Wasser in der alten Elbe. Es hat geregnet, wir haben das auch so uns gewünscht. Und es wird morgen ein schönes Badefest werden. Es ist eine gute Organisation, vielfältig, Spiel, Spaß und auch natürlich Umweltpolitik auf der Wiese. Sind Sie zufrieden mit dem Tag? Ich bin sehr zufrieden mit dem Tag, er ist ja noch nicht zu Ende. Was hat Ihnen die Diskussion gebracht? Naja, zumindest eine Anregung gebracht, mal mit dem BUND-Chef ein Gespräch zu machen. Was die alte Elbe betrifft, da war ich bisher noch nicht drüber informiert. Und ansonsten waren die Argumente ausgetauscht. Und ich glaube, es war aber eine sachlich vernünftige Diskussion, ohne dass irgendjemand dem anderen zu arg auf die Füße getreten hat. Wird Magdeburg was umsetzen? Das heißt, wir werden eine ganze Menge umsetzen. Wir werden aus der Diskussion heraus? Aus der Diskussion heraus, das kann ich jetzt nicht so schnell sagen, aber natürlich, weil die Pläne ja schon alle auf den Weg gebracht sind. Das Gesamtkonzept ist ja nicht auf Magdeburg bezogen. Das ist ja sozusagen viel größere Dimension von Tschechien bis nach Hamburg. Und unser Teil werden wir natürlich auch dabei umsetzen, was in der Stadt gemacht werden muss. Aber ich glaube auch die Gesprächskultur mit allen Partnern, das gemeinsam zu lösen, ist, glaube ich, der richtige Ansatz, den es aber auch seit einigen Jahren schon gibt. Aber im Detail wird es dann schwierig.